Ja, also wieder bei Ni no Kuni 2. Beim letzten Mal haben wir weiterhin Sidequests gemacht und denk mal, damit werden wir auch weitermachen. Die hier. Die möchte ich jetzt eigentlich gerne machen. Und ich glaube, am schnellsten komme ich dahin. Ich habe keine Ahnung, was der schnellste Weg dahin wäre. Das sind alles so undenkbare Wege. Machen wir es mal so, wir gehen zur Stätte der Sonne und fahren von dort aus mit dem Schiff dann einmal komplett durch den Kontinent herum, um da in diese komische Ufergrotte reinzukommen. Weil es komischerweise wohl keinen anderen Weg gibt. Ui, der wird aber schnell mittlerweile. Aber ja, ich habe ja so ziemlich auch alles erforscht, was mit dem Schiff zu tun hatte. Da haben wir jetzt auch Turbo und alles drin. So. Ich habe jetzt da ja keinen anderen Weg jetzt dahin gesehen beim letzten Mal. Aber ob man da irgendwo anlegen konnte oder so. Dementsprechend müssen wir einmal schön außen rumfahren. Um die halbe Welt quasi. Ist da auch noch was? Nee, war nur ein Schatten. Ich dachte, da war vielleicht auch noch eine Höhle. Die unendlichen Weiten des Meeres. Schlichte Koralle eben noch schnell mitgenommen. Die Dinger sind auch nicht mehr alle stark genug. Nee. Ich darf einfach vorbeifahren. Ist das nicht nett? Warum ist die Kamera eigentlich so hoch? Weil ich neben den Klippen entlang fahre? Wie lange haben wir denn noch? Wir sind fast da. So. Ich sage, es hätte ja auch gar nicht überhaupt irgendwie an Bord gehen können, weil mein Schiff ja nicht da war. Ich kann ja schlecht einfach irgendwo mitporten. Schiff steht ja schon immer an seinen Stellen. Universalfisch. Der Fisch für alles dann quasi. Wie, ich komme da nicht hoch. Hey. Hey. Hey? Wie komme ich denn dann dahin? Jetzt bin ich verwirrt. Und umsonst einen lang gefahren. Wait. Kann ich einfach von oben in die Höhle reinspringen? Wie komme ich in diese Höhle rein? Hä? Wobei, Moment. Hier. Zauberbrücke oder so. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Hatten wir doch schon einmal. Moment, ich laufe mal hier so ein bisschen dran entlang. Da. Das hätte ich auch vielleicht mal früher ausprobieren können. Hatte mich auch schon gewundert, dass die Höhle so ein bisschen nicht direkt im Wasser lag, sondern ein bisschen drüber, aber ich dachte, vielleicht kann ich einfach so ein Schiff da hochspringen. Na ja. Ui. Haben wir das auch ausprobiert. Und der prügelt den Stein nieder. Und läuft erstmal weg. Okay. Ihm hinterher. Mal gucken, was wir hier so bekämpfen dürfen. Die können wir getrost ignorieren. Ja, schon sehr viel früher hier sein können dann.
Möchtest du Level? Ah, wobei, gut, wir haben Brücke damals in Goldorado ja schon bekommen. Oder? War das so Goldorado herum? Dementsprechend. Joa. Mag diese Höhlen eigentlich nie wirklich Musik. Einfach nur so ein bisschen das Rauschen, was man hört, das Meeresrauschen. So, immer schnell alles andere erkunden. Vielleicht werden wir uns langsam auch dann mal darauf machen, die ganzen Traumportale zu erkunden. Ist ja auch noch einiges. Nehmen wir erstmal hier den Gnuffi mit. Apropos Gnuffi, was mir gerade einfällt. Zwirn mit seiner natürlichen altweißen Farbe. Cremefarbener Zwirn? Was mir bei Gnuffis einfällt. Vielleicht ist es dem einen oder anderen ja schon aufgefallen. Aber wir haben neue Gnuffis dabei. Du bist Ogri, der Schelm. Hier. Mini, Shelmy, Bahamuf und Otto. Alle auch auf Level 10 direkt gebracht. Aber ja, neue Gnuffis. Ich habe mal so ziemlich, glaube ich, alle Gnuffis hergestellt, die ich irgendwie machen konnte. Und ich wollte halt auch so ein paar von denen, die halt eben 2 und 3 kosten, auch mitnehmen. Und ja, die 4 haben sich eigentlich ganz gut angeboten. Ich glaube, einer kann gut heilen, die anderen sind gut am Boosten und am Angreifen. Und ja, guck mal, ich habe sogar den Zwirn sogar in dieser Höhle gefunden. Ich warte auch darauf, dass ich ein paar von den Level 3ern auch machen kann. Und dass ich da gute finde, die ich auch einsetzen möchte. Aber bisher noch nicht so ganz. Ja. Du kleiner Hippie. Ich glaube, das ist nicht so ein Kampf, den du gewinnen kannst. Gehen wir dem Kleinen ein bisschen Deckung. Wow. Ich habe es nicht mal geschafft, bis zum Gegner hinzugehen und er war schon tot. So. Welt entdecken. Ja, komm einfach mit uns mit. Ex-Gnuffibur. Geiler Name. Ex-Gnuffibur. Der war so gute Name, ne? Wie stark ist er denn? Könnt ihr mal gucken. Ich glaube, ein paar hatte ich auch mit 3, aber die haben mir die Fähigkeit nicht so gut gefallen. Wo? Da. Ex-Gnuffibur. Hat auch leider nur einen. Ey, die haben manchmal Namen. So, dann die hier. In Mechbaum. Nein, lass mich da. So. Ich habe ja diese Ariel, diesen Ariel-Gnuffi und ich habe irgendeinen Perlen-Gnuffi. Einer von denen wird es schon sein. Achso, stimmt. Dir sollte ich noch ein geheimnisvolles Prisma geben. Hier. Hab mehr als genug. Wow. Damit können wir Jojos wiederherstellen. Weiß gar nicht mehr, wofür das auch nochmal war. Aber wenn ich eh gerade hier bin, kann ich die Sidequest auch eben noch mitnehmen. Das Abraka-Jojo. War das für den Typen im Casino? Thank you. Okay. Alright. Ja. Gut, ins Casino wollten wir sowieso nochmal. Ey, Moment, ich muss nach oben, sehe ich gerade. So. Ist jemand, der hier irgendwo wohnt? Ja. Muss ich wahrscheinlich auch kurz einmal auspacken, oder? Oder reicht es, dass ich die habe? Ah. Perla brauche ich. Okay. Ist da wirklich ein Gnuffi? Achso, Erwachsene können ihn anscheinend nicht sehen.
Du willst noch viel mehr Gnuffis kennenlernen. Okay. Aber die kleine Schwester nehme ich nicht mit, ne? Nein. Wäre auch vielleicht ein bisschen seltsam, das kleine Mädchen einfach hier mit zu entführen. So, dann Brenda. Das waren die, die weiter oben sind, ne? Genau, oben beim Zentralpark. Ich glaube, zwei hatte ich schon abgegeben und das ist jetzt noch die letzte. Am Ende haben wir wahrscheinlich wirklich dann alle Sidequests gemacht, einfach nur, weil ich so komplettierungssüchtig bin. Traumumwobenes Prisma. Habe ich auch genug. Also eigentlich nur zwei, aber das ist genug. So. Wir können Magie aufnehmen und speichern. Und noch mehr Waffenmaterial. So. Und fühlen sich entspannt. Ja. Na, manchmal muss man sich wirklich, glaube ich, ein bisschen entspannen, um wieder voll aufnahmefähig zu sein. Warum guckt Roland so? Ich weiß nicht. Seltsam. Naja. Hätten wir das auch erledigt. Next. Die Malerin. Ja. Das hier ist auch noch ein Mechbaum. Ah, sogar genau auf der anderen Seite. Perfekt. So. Danach können wir wieder raus hier und mehr Leute rekrutieren gehen. Ah, da. Fünf Knollen. Ja, genau sieben. Passt. Umwerfender Knoblauch. Stinkt der so hart, dass man davon direkt einfach umgekippt. Umkippt. Ideale Nahrungsmittel. Das widerwillig ist erhalten. Okay. Also wenn wir gleich sterben, dann... Oh nee, gar nicht. Suche fünf müde Personen. Okay. Bist du müde? Nein. Du siehst ziemlich müde aus. Hallo. Hier. Nimm das. Und bitte stirb nicht. Vor allem Mampf bei was zu trinken. Wow. Oh. Super scheußlich X. But. Ja? Anscheinend hilft das zumindest. Man sollte vielleicht nur noch ein bisschen an dem Geschmack arbeiten. Moment, ihr wollt eine neue Quest? Okay. Ich hab mit einem Schwertkampf angefangen. Wait, kann ich die jetzt alle rekrutieren, die drei? Das andere an. Mindestens drei Anführerinnen. Habe ich echt so viele? Wenn ich mal so gucke durch meine Truppen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, ich habe genug. Hey. Tja, ich habe da so ein paar. Gibt viele Frauen bei uns. Ja. Random Frau mal eben bekommen. Tracy. Wollen die anderen beiden auch noch? Thanks. Nee, du nicht. Du willst. Das alte Pracht soll ich an dir testen. Okay. Probieren wir es einfach mal aus und versuchen alte Pracht an der Frau aus. Aber selbst für Dimensionslabor noch ein bisschen was. Alright. Yes. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Wahrscheinlich passiert es gar nicht. Würde ich einfach mal sagen, weil es nicht an Menschen funktioniert. Ja.
Ah, okay. Inch ist entspannt. Das ist praktisch. Ja. Collie! Aber gut, wir haben damit dann. Wenn ich wahrscheinlich die andere jetzt auch noch rekrutieren. Thanks. Wow. Weißt du, ich habe ihre zwei Freundinnen hier mehr oder weniger einfach mal mitgenommen. Aber sie denkt sich so, nee. Ich bleib hier. Wieso lag da eine Leiche auf dem Boden? Hm. So, du siehst müde aus. Aber die sagen wahrscheinlich eh einfach das Gleiche wie immer. Ne? Schmeckt scheußlich. Aber dafür ist dann die Müdigkeit weg. Dass das funktioniert. Und weiter runter. Ich glaube, wenn wir hier mit dem ganzen Zeug fertig sind, dürfen wir eh erstmal wieder neue Leute verteilen in Katzbuckel. So. Moment, da oben ist auch noch einer, sehe ich gerade. Überall müde Leute. Da ist die Frage, würdet ihr etwas nehmen, das wirklich abscheulich schmeckt, aber euch dafür wieder fit machen könnte? Bist du der? Das ist gar nicht mal so kaputt aus. Excuse me. Du isst was, in einer Stunde hast du wieder Hunger. Das ist zum Glück nicht mehr so bei mir. Wenn ich einmal ordentlich esse, kann ich teilweise euch den Rest des Tages nichts mehr essen. Ja, okay. Satt und Rückenschmerzen geheilt. Sowas kann man auch mal machen. Was mir gerade einfällt. Ich habe vergessen, beim Buchwalter die ganzen Leute anzuwerben, ne? Das kann ich ja auch mittlerweile machen. Werbe ich das kleine Kind jetzt wirklich ab? Excuse me. Hast du nach Knuffis gesucht? Aha. Ja. Ja. Ein wilden Räuberkönig, der sich mit einem Jungen anfreundet und dann lieb wird. Wow. Okay. Zeige dir einen unschuldigen Gnuffi aus einer zwielichten Geschichte. Habe ich den zufällig dabei? Nein. Okay, den muss ich dann erst wohl noch finden. Habe ich gerade richtig gesehen? Da kriege ich das Mädchen dafür dann? Der. Nein. Vielleicht war auch meine Wortwahl gerade nicht die beste, als ich meinte, vielleicht kriege ich dafür das Mädchen, wenn ich ihr einen Gnuffi zeige. Lassen wir das einfach mal so stehen. Und laufen weiter. Aber gut, hier haben wir auch direkt gleich einen Buchwalter. Das heißt, ich kann mir hier noch eben schnell die Leute abholen. Was ist mit dir los? Ja, genauso gucke ich auch, wenn ich irgendwann keinen Bock mehr habe. Naja, Praktikanten müssen auch immer die ganze Drecksarbeit machen. Das gehört halt zum Praktikantensein dazu. Jetzt hat er einen Filmriss. Excuse me. Remy ist auch schon nicht sehr begeistert. Thanks. So, Buchwalter. Welcome to Swiss Solutions. Ich möchte Talente. Ich habe nämlich, glaube ich, so ziemlich genau so viel, wie ich brauche. Also auch nochmal ein Tefer Demut. Aha. Businessplan. Zaubershow. Ofenfrisch. Wait. Ich dachte, ich hätte genug. Oder habe ich mich verzählt? Egal, Moment. Das kriegen wir eben noch schnell zusammen. So. Nehmen wir eben alles mit, was ich mitnehmen kann. Wer weiß, ob ich dann irgendwann vielleicht nochmal hier die Items brauche, die er hat.
Kann ich einfach gleichzeitig abgeben? Leider nicht. So. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall... Oh, eine Trophäe dafür bekommen. Einer für alle. Wenn wir mal mit dem Spiel durch sind, muss ich echt mal so ein bisschen durch die Trophäenliste gucken, was ich bisher schon alles gemacht habe und wie viel mir noch für die Platin-Trophäe fehlt. Ich glaube, wenn das Spiel nicht allzu absurde... sie hat Feldmaus. Nice. Wenn das Spiel nicht allzu absurde... Sachen hat. Allzu absurde... Achievements. Ja, das wollte ich sagen. Dann würde ich da eventuell wahrscheinlich auch ein Platin holen, weil ich muss sagen, mir gefällt das Spiel. Ja. Nachdem mir Ni no Kuni 1 schon nicht gefallen hat, also das Kampfsystem, das Spiel selbst ist schön, aber das Kampfsystem hat mich ziemlich hart abgeschreckt. Und ich auf der Gamescom das ja angespielt habe und gesehen hatte, oh ja, das Kampfsystem ist schön, das Spiel drumherum sowieso. Ja. Ist schon ein schönes Spiel. So. Hier hast du was. Das letzte Super Vital X. Und? Besser als die alte Stulle. Ach, so eine Stulle. Ist auch mal gut. So. Dann gehen wir mal zurück und sagen ihr, Stuff hat gewirkt. Kannst du in Massenproduktion jetzt gehen? Oh Mann, ich kann halt eben die Quest hier unten noch annehmen. Ach, guck mal, jetzt möchtest du auch. So, ein Jobangebot. Achso, die habe ich über den Dingens geholt. McCheese. Auch mal schöner Name. Ja, stimmt. So, dann nehmen wir dich auch noch hier mit. Ist auch, glaube ich, darüber, ne? Über den... Königliche Garde. Was hast du für eine Waffe? Pistolen. Und du hast einen tiefer Demut. So, und weiter hoch. Dann haben wir noch einen. Thanks. Habe ich dir geholfen irgendwann mal? Ach! Stimmt, das ist der Typ, dem ich den Tipps gegeben habe mit dem Fleisch und der Milch. Der dann plötzlich richtig hart aufgebufft ist. Ich erinnere mich. Hallo! Thanks so much. So. Okay. Hätten wir das auch. Hier ist auch sonst nichts weiter, ne? Nein. Dann auf nach Quastenfloss. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Also irgendeine Dame muss ich einen bunten Pilz zeigen. Ich denke mal, das ist dieser Hypotrüffel, der so ein bisschen... ja, aussieht, als würde er unter Drogeneinfluss stehen. Ja, da ist auch nur die eine unten am Anleger. Oder da... nur die eine Malerin, so. Dann holen wir uns die auch eben. Hey, kann ich? Nicht irgendwie so ein bisschen hier durch abkürzen? Weil ich immer den ganzen Weg außen rum zu latschen. Oder ist einfach nur dieses Gebiet hier oben? Kann ich einfach so runterspringen? Muss ich da so weit außen rum latschen? Anscheinend schon. Map, map, map. Wo führt mich das hin? Ah, diese Brücke. Kann ich hier runterspringen? Ach komm, so tief ist das nicht. Nein. Kann ich nicht. Ach komm, Evan. Du brichst ja auch nicht bei jedem Sprung hier gleich die Beine oder so. Manchmal musst du einfach mutig sein und in den Abgrund springen. Anstatt hier einmal komplett außen rum zu laufen.
Aber wirklich komplett außenrum. Müsste vielleicht mal im nächsten Part dann mal in Katzbuckel wieder... Katzbuckel? Nein. In Minneapolis mal den ganzen Stuff mitnehmen, den wir da mittlerweile schon angesammelt haben. An Materialien und Geld. Ich brauche... werde auf jeden Fall noch ein bisschen Geld brauchen. Gerade so, um halt auf Rang 4 da mal irgendwann zu steigen. Wenn wir dann genug Leute haben. So. Du wolltest einen schönen Pilz. Der hier. Guck dir den mal an. Ist der bunt genug? Doch, okay, du willst noch mehr haben. So. Du möchtest jetzt einen Ort, an dem man die zwei Heiligen treffen kann. Du wartest dort an dem Ort. Oh my. Wo wäre das dann? Ist hier in der Stadt? Und am Anlegeplatz. Okay. Ich port mich mal eben hin. Muss ich schon wieder nämlich außen rum laufen sonst. Übrigens, als ich hier gedacht habe, ich müsste bei dem Typen hier was zeigen. Nein. Der würde mich nur dahin fahren, wo ich was zeigen sollte. Das habe ich, glaube ich, irgendwie total... fehlinterpretiert. Ach, hier sind die zwei Heiligen. Okay. Hier werden Reisende begrüßt und verabschiedet. Also ich bin woanders reingekommen. Okay, dann ab in unser Land. Okay, und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal dann weiter mit den Quests. Haben noch ein paar. Also so schnell werden wir mit der Story noch nicht weitermachen, gerade weil ich auch die ganzen Traum-Dinger noch machen will. Naja, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.